Tja. Das Glas. Was ist das, Milch oder Wasser? Nimm das mal. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Hi, Pferd. Selber Hi. Ups, du kannst ja sprechen. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Haha, lustig. Ich dachte, Pferde können nicht sprechen. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Nette Zähne. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Okay, wir müssen wohl... Frag erstmal, ob das alles ein Trick ist mit dem Pferd. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Voll komisch. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Okay, anscheinend müssen wir dem noch die Zähne abluchsen. Wenn er so darauf vernarrt ist. Jetzt sind wir auf dem Dach. Ah, Netzbett und... Ach, das ist, hier schlafen die beiden Brüder anscheinend. Sehr spartanisch. Naja, Farbe halt. Zack! Okay. Hoppla! Alter, wie die die animiert haben. Kannst du aus dem Fenster? Ich meine, man konnte da damals irgendwie auch aufs Dach oder so. Oh ja. Ah ja. Super geil. Das ist von einem Bett blockiert. Okay. Flaschenzug. Ja, hier war irgendwas mit dem Seil später. Das ist zu kompliziert für mich. Nimm das, nicht benutzen. Das kann ich nicht nehmen. Okay. Ja, da muss man, glaube ich, ein Seil dran packen. Benutze Kamin. Das ist ein erkalteter Kamin. Guck mal, du kannst es mit irgendwas anderem benutzen, okay? Das kann ich nicht machen. Ja, okay. Ja, wieder zurück. Ich glaube, wir haben noch nicht die richtigen Utensilien. Ich würde vorschlagen... Jetzt müssen wir noch in die Main Hall mit dem. Genau. Ansonsten machen wir erstmal bei Bernard weiter, ne? Richtig. Es ist ja wirklich weg, warte mal. Die muss ja jetzt irgendwo in einem anderen Zimmer sein, ne? Ja, oder das ist so ein Event, was immer auftaucht, dass die dann immer nur dann kommt, wenn man an der Glocke zieht. Ja, das kann auch sein. Die sah so ein bisschen aus wie, mit der Brille halt, wie die Frau von dem Ben Franklin, weil der ja auch so eine... Nee, der hatte keine Brille, aber der hatte so ein bisschen den Blick, fand die so die Art und Weise, wie sie geguckt hat und wirkte so. Vorschlagsbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Okay. Haben wir den Brief schon gelesen? Ja, ne? Was steht da drin? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Vielleicht müssen wir das den Professor geben, dann ist er irgendwie weg. Und wir können an das dran, woran er gerade arbeitet. Ah, da ist George Washington, Thomas Jefferson und John Hancock. Den natürlich jeder amerikanische Staatsbürger auswendig kennt. Und was er gemacht hat, wann er gelebt hat. Goldene Feder. Oh. Nehmen wir doch das mal mit. Hey, Finger da weg. Da war noch irgendein Entwurf. Rechts neben der Feder. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Okay. Da ist noch ein Vogel mit so einem Alarm. Mit seiner Rauchdetektor. Detektor. Oh, muss man hier irgendwie ein Feuer machen? Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel.
Also ich selber habe Day of the Tentacle immer nur ab einem bestimmten Zeitpunkt mitgespielt, sag ich mal, als der Basti das damals gespielt hat. Ich habe eigentlich so ein kleines Stück zwischen dem Anfang und irgendwann, an der Stelle, die ich mich jetzt nicht gerade erinnern kann, verpasst. Und kenne dann sozusagen dieses Zwischenstück nicht. Okay. Schrank. Ja, gucken wir mal hier weiter. Echt geil. Die zwei Dinge, die da in dem Schrank standen. Ich kann es nicht öffnen. Spaghetti. Manchmal esse ich sie roh. Ist das Öl? Ja, das ist Öl. Dann brauchen wir nur noch Salat. Wasserpumpe. Ah, da braucht man einen Eimer oder so. Braucht man einen Eimer oder irgendein Gefäß, genau. Sonst geht's rechts noch rein in die, wo auch immer das hingeht. Das ist der Eimer. Genau, alles nochmal öffnen. Bürste. Können wir da das Pferd bürsten vielleicht? Keine Ahnung. Nee, warte, ich glaube, ich weiß. Ich weiß. Da ist noch irgendwas in der Panzer. Nee, okay. Ich glaube, hier war es das schon. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Genau, und jetzt packen wir... Machen wir einen Eimer Wasser, wenn das klappt. Und dann balancieren wir den Eimer Wasser, während wir durchs ganze Spiel... Ein dicker Tropfen. Während wir durchs Spiel rennen, balancieren wir den Eimer in unserer Hosentasche. Ich probiere mal was. Ich glaube, man muss... Ah, kann man ihn waschen? Man kann es waschen und es gab ja den Hinweis... So ganz ohne Seife kriege ich das nicht sauber. Wir haben Seife. Ah, wir haben Seife. Warte mal, gab es den Hinweis schon? Nein. Nehme ich das jetzt vorweg? Dann lassen wir es erst mal. Dann hole ich mir mal den Hinweis. Oder ich weiß, ich glaube, ich weiß, wo es den Hinweis gibt bei Bernhard nämlich. Kann man denn jetzt raus, wo wir den... Ja. Da hat er ja schon gesagt, dass da irgendjemand versucht, irgendein Auto zu öffnen. Wo wir aus dem Fenster geguckt haben. Ist nicht sein Auto, aber... Oh, was ist das denn? Vogelbad. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Den lasse ich mal eben Cousin ziehen. Ted? Der sieht so aus wie die Mumie aus der Vergangenheit. Ja. Wash me. Müssen wir den vielleicht waschen? Schau, Moment. Ja, warte. Es ist wirklich dreckig. Es gibt den Hinweis, irgendwo, wenn man Autos wäscht, dann fängt es an zu regnen. Aha. Hi. Dann warten wir aber noch auf den Hinweis. Ja, warte. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Natürlich. Ja. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Ja. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie mir leihen. Ich brauch sie selber. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ihm helfen, daran zu kommen. Ja. Netter, freundlicher Herr, macht einen wunderbar, wunderbar seriösen Eindruck. Wo geht's denn da hin? Geht zu Weg. Geht wahrscheinlich überhaupt nicht lang. Zu den Pumpen. Naja. Können wir die Plörre da anklicken? Matsch. Sieht aus wie pürierter Hufeisendreck. Ja, das trifft's am besten. Ja, könnte ich nicht besser sagen. Okay, dann gucken wir mal, wo wir diesen blöden Hinweis herbekommen. Denn das ist, glaube ich, auch. Kannst du noch mal kurz untersuchen? Nee, einfach nur untersuchen. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Okay. Kann man das in entweder in der Vergangenheit oder Zukunft vielleicht benutzen mit dem... Warte mal. Ich renn kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Okay. So geht's auch. Ich probiere mal das was. Das machen die jetzt wahrscheinlich nur einmal und dann... Oh. Moment, wo ist... Das Ding war das, ne? Ich will nicht. Okay, will er nicht. Ich hatte jetzt gesagt, man müsste das dem
Red Edison einfach geben. Aber... Ja, warte mal, wir gehen mal zu Red Edison. Mhm. Ansonsten wäre der nächste Schritt einfach mal mit den ganzen Gründervätern zu reden. Vor allem... Ich will nicht. Okay. Die sollten wir hier auch noch geben. Hm. Superbatterie, was? Haben wir voll vergessen. Brillantes Design. Ja. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Gold? Stand da Gold drauf? Ja, Gold stand da auch. Ja, dann geben wir den Öl. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Warum will er das denn erfinden? Das ist total, ja, wie soll ich sagen? Er weiß nicht mal selber, was er sich alles für Aufgaben gesetzt hat und man kann ihm irgendwie was vorsetzen. Ja, das ist deine Idee. Erfinde das mal. Ja, hat er zwar vergessen. Ist eine Weinflasche, aber der Korken riecht nach Essig, hat er ja gesagt. Ja. Ich will nicht. Kannst du ihn nochmal öffnen? Bäh. Gab's nicht so ein, riecht nach Essig. Gab's nicht so ein... Müssen wir das vielleicht irgendwo noch in ein anderes Behältnis gießen oder so? Ich pack das, ich geb denen mal dieses Brief, was im Briefkasten war. Ich will nicht. Okay. Und die To-Do-List hat auch nix. Schwarzes Brett. Such das, guck das bitte nochmal an. Ich hab schon wieder vergessen, was da steht. Voll mit Plänen und Müll. Okay. Plänen und Müll. Dann gehe ich wieder zurück zu ihm. Und rede mal mit Cousin Ted. Toter Cousin Ted. Hier sieht man so ein bisschen, dass das wohl Ted. Augenbrauen darstellen soll. Gespräche ich wie immer, was, Ted? Junge, ich hab dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Pupu-Tentakel übernimmt wahrscheinlich gerade die Welt. Wir müssen zurück ins Gestern, um die Matschmaschine auszuschalten. Ja, das zweite. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Er ist Roadie bei einer Heavy Metal Band. Du kannst mich Bowling hochschlagen, oder? Ihr beide habt eine Menge gemeinsam. Es ist, glaube ich, sowieso total sinnlos, dieses Gespräch. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Guck dir mal das rote Ding an, was hinter ihm ist. Das ist Teil der Mauer, glaube ich, oder? Ach so. Ah ja, klar, das ist ein bisschen, der Rest ist halt im Schatten. Hier haben wir auch noch die Chance, komplett das ganze Gebäude zu durchsuchen, ne? Ja. Das haben wir hier noch gar nicht gemacht. Gehen wir mal hier rein. Genau. Was? Was ist denn hier? Uso, der Clown. Rubber, Chi, irgendwas? Uso, der Clown. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Benutzt oder drückt den Wen mal. Siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Omae wa mou shindeiru. Das ist irgendeine Anspielung ich hasse auf diesen irgendeinen Clown. Film mit... War das Robert De Niro? Ich weiß es nicht, aber total schlecht in Deutsch einfach runtergelesen. Ja. Schwingtür. Öffnen. Direkt. Das ist die Schwingtür. Achso, aber das Gitter öffnen. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Okay. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Ah ja, genau. Ah, hier kann man hoch, okay. Da kann man nämlich diese Kurbel nehmen. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wofür man die verwenden kann. Boop. Ah, hier sind das zwei Zimmer. Ja. Es ist nicht ganz das Ritz. Aber nur fast. Es scheint nicht aufzugehen. Kannst du die Tür öffnen? Oder rausschauen zumindest, ja. Ah. Alter, was ist das hier für ein... Falltür. Und das ist auch so ein bisschen, Jetzt auch sehr kurios auch, auch in Maniac Mansions. Das war halt ein Riesenhaus, man konnte da frei rumgehen. Nur wenige Räume kamen dann immer wieder hinzu im Laufe der Zeit. Ah, hier ist das mit der Statue.
Schwester Edna. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Seltsam. Muss ein Edison sein. Ist das eine Anspielung auf Saturday Night Fever? Bestimmt. Kannst du mal gucken, ob du da irgendwas bedienen kannst? Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Dr. Freds Büro? Ja, das ist die Kamera. War der Poster? Was macht der denn da oben? Will sich deiner erschießen? Wow, was für ein Mann. Keine Scherze. Etwas Seltsames passiert hier. Guck dir mal alle farbigen Dinger an. Die. Ich sehe einen großen pulsierenden Typen mit blauen Streifen drauf. Pulsierenden Typen. Was kannst du mit der Ollen machen? Rede mal mit der. Ja, reden wir mal mit der. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Sie müssen sich nicht mit einem anderen Bernard. Nein, mein Name ist Threepwood, mach mal. Nein, mein Name ist Threepwood. Netter Versuch, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich versuche, einen Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Ich bin hier, um ihren Videorekorder zu reparieren. Das ist ein Geheimnis. Ich finde das mit dem Videorekorder eigentlich am schönsten, ja. Ich bin hier, um ihren Videorekorder zu reparieren. Mein Rekorder ist nicht kaputt. Lass deine Finger davon. Genau, sprich mal über die Statue. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Okay. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppelkobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Wow, Doppelkobalt-Geschwindigkeitsmotor. Sind das Xenophie-Kristallmatrix-Monitore? Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Hab ich auch sofort erkannt. Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Ja. Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Oh. Schlafwandeln? Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Moment, das Büro war unten, ne? An der Rezeption. Wo war da ein Tresor? Da gucken wir vielleicht nochmal später. Okay, wie hat er es geschafft, mit den Schlafwandeln aufzuhören? Wir fragen das hier nochmal alles durch. Ja. Und dann können wir da mal gucken gehen. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Achso, nur wenn er pennt, erinnert er sich dran und geht dann einmal hin, oder was? Ja. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Oh, wir müssen ihn also zum Schlafen bringen. Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Okay, das heißt, wir müssen dem wahrscheinlich entkoffeinierten Kaffee geben, damit er einpennt, um an den Tresor zu gehen, den wir noch nicht gefunden haben. Mhm. Und dann müssen wir vielleicht irgendwas damit machen. Kann man... Was? Ich wollte gerade fragen, kann man... Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern, dass man das machen kann. Ich wusste aber nicht, dass es einfach nur drücken ist. Ich dachte, das wäre in irgendeinem Zusammenhang mit der Statue gewesen. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt genug Infos aus der rausbekommen. Die ist jetzt wahrscheinlich weg. Es wird wohl keine Sackgasse geben in dem Spiel. Ja. Kühe umgeworfen, Pulitzer Stein, unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Oh, okay, jetzt kommt das Tentakel halt, wird immer gemeiner. So, ich würde sagen, für heute... War's das?
Genau. Wir schauen mal, wir gucken vielleicht beim nächsten Mal nochmal kurz in das Büro, wo wir die Alte gerade rausgeworfen haben. Genau, da müssen wir in Edisons Büro mal gucken, wo der Tresor ist. Genau. Und so lange starrt euch Bernard an.